bitte entscheiden. Bei der Rente mit 67. 80% der Bürger wollen, dass es bei 65 bleibt. Im Parlament haben wir eine Mehrheit für 67. 80% der Bürgerinnen und Bürger wollen raus aus Afghanistan. Nach wie vor sind wir drin, weil die Mehrheit im Parlament anders entscheidet. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist für den Mindestlohn. Die Parlamente entscheiden anders. Die entscheiden schlichtweg immer gegen die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Da muss man sich doch Gedanken machen, warum ist das so? Und es ist unter anderem deshalb so, meine lieben Genossinnen und Genossen, liebe Damen und Herren, das ist deshalb so, weil natürlich der Einfluss derer, die in diesem Lande wirklich was zu sagen haben, zum Beispiel die Spenden allein des Verbandes der deutschen Metall, der bayerischen Metallarbeitgeber, weil die Spenden aus dem Bankensektor, die Spenden von der Allianz, die Spenden der chemischen Industrie natürlich einseitig immer auf die anderen Parteien gehen, nicht nur, weil wir sowieso nichts nehmen würden, sondern weil sie sich von denen eine bestimmte Politik erwarten und die auch kriegen. Unsere Parteien in diesem Lande sind zum größten Teil gekauft, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Realität. Und deshalb wollen wir, dass das gilt, was auch in anderen Ländern gilt. Dass Spenden aus der Großindustrie, Spenden von großen Verbänden an die Parteien nicht erlaubt sind. Dann haben wir nämlich mal Klarheit drüber. Und dann können sich die einzelnen Parteien auch wieder selber entscheiden. Und der einzelne Abgeordnete muss nicht fürchten, wenn er eine Position vertritt gegen die Allianz, dass er als nächster Abgeordneter nicht mehr aufgestellt wird. Und so ist es in unserem Land. Also der dritte Punkt ist die Demokratie. Und deshalb haben wir auch Forderungen, die wir publizieren und die wir versuchen in die Öffentlichkeit zu bringen, dass wir sagen, wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr selber entscheiden können über das, wie ihre Geschicke sind. Dass nicht immer der Eindruck entsteht, der Abgeordnete ist klüger als das Volk. Mein Gott, ich kenne die, das ist nicht so. Man kann die Bürgerinnen und Bürger durchaus auch selbst entscheiden lassen. Da sind die Entscheidungen mit Sicherheit schlechter. Wenn die Bürger selber entscheiden könnten, hätten wir eine andere Rente. Wir hätten übrigens auch ein anderes Gesundheitssystem, wir hätten keine Kriegseinsätze in Afghanistan und wir hätten den Mindestlohn schon längst eingeführt. Ohne Zweifel. Und dass sie das nicht machen, liegt daran, weil sie offensichtlich nicht im Interesse der Bürger, sondern im Interesse derer entscheiden, die da finanzieren. Und deshalb brauchen wir direkte Beteiligung der Bürger. Und, liebe Genossinnen und Genossen, auch ein Thema, das erst in den letzten 4, 5 Jahren wieder richtig evident worden ist in der Krise. Und wo ich sehr stolz bin, dass das mit in dieser Region entwickelt worden ist. Da sitzt der Frank Fiersching, der Kreisvorsitzende der Region ist er jetzt. Damals war er noch Schweinfurt. Und wir hatten das Problem, das ihr hier alle kennt, mit Schäffler. Schäffler hat sich verzockt, die Dame mit dem roten Schal hat sich verzockt. Und die Banken haben einen Deal finanziert in einer Größenordnung, der dann nicht mehr bewältigbar war. Und plötzlich waren 50.000 Beschäftigte möglicherweise in ihrem Arbeitsplatz bedroht. 50.000. Und dann wollten die Geld, Geld natürlich vom Steuerzahler, im Prinzip das Geld der Konkurrenz, das Geld aller anderen Steuerzahler. Für was eigentlich? Für was? Eigentlich wollten sie das Geld für sich, weil sie ja ihr Geld verzockt haben. Ist ja privates Vermögen, die Frau Schäffler 5,4 Milliarden Euro. Durch harte Arbeit, Samstag am Sonntag gearbeitet. Ne? So. Also sie wollte, dass der Staat ihr das Geld wieder gibt, das sie selber verzockt hat. Und die Banken, die wollten das Geld auch, die ein Risikogeschäft eingegangen sind und dabei verloren haben. Dann haben wir die Position damals entwickelt, natürlich können wir nicht zugucken, wenn 50.000 Jobs einfach verloren gehen. Aber wir haben die Idee entwickelt, dass wenn wir dann in irgendeiner Form gucken, dass wir Geld in dieses Unternehmen einstecken, dann dürfte es nicht den Eigentümern zugutekommen, die gegenwärtig die Eigentümer sind, sondern dann muss das Geld den Beschäftigten zugutekommen. Und die Beschäftigten sind dann Eigentümer ihres Unternehmens. Ja, wenn wir schon Steuergelder geben von allen, warum soll es alle Beschäftigten kriegen? Warum soll es die Frau Schäffler kriegen mit ihrem Sohn? Warum? Die hat es doch verzockt, die kann doch mit Geld nicht umgehen, das sieht man ja. Also bitteschön, bleibt doch die Konsequenz, dass wir gesagt haben, wir wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beteiligen an ihren Unternehmen. Und wenn sie beteiligt sind an ihrem Unternehmen, gehen sie vorsichtiger mit ihrem Vermögen um als die anderen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Demokratie. Weil eins können wir auch aus der Krise erkennen, liebe Genossinnen und Genossen. Der Profit einfach nur das, dass einer mehr Geld hat wie vorher. Und zwar möglichst eine kleine Gruppe von Leuten mehr Geld hat wie vorher. Wenn man das als einziges Steuerungsinstrument unserer Wirtschaft verwendet, geht die Sache in den Bach runter. Das ist doch das Ergebnis. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir das ändern. Wir müssen die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zum Ausdruck bringen. Und jetzt noch mal ein Beispiel aus dieser Region, weil das meines Erachtens beispielhaft war. Siemens, noch gar nicht so lange her. Ein Werk sollte geschlossen werden. Und es waren 8.000 Leute, die ganze Region auf der Straße. Das waren jetzt sicher nicht nur lauter Linke, weil wenn man so viele Linke in Schweinfurt und in Berlin hätte, dann würde man ja schon regieren. Ne? Und ich müsste mir überlegen, ob ich Ministerpräsident werden will. Ne? Also, es waren mit Sicherheit nicht lauter Linke.
Aber es ist uns gelungen, mit den Gewerkschaften zusammen, die Gewerkschaften, die Menschen in dieser Region, die Bürgerinnen und Bürger, alle miteinander, haben versucht, ihre Interessen gegen die Minderheitsinteresse des Unternehmens Siemens zu vertreten. Und wir haben gewonnen. Im Ergebnis haben wir gewonnen. Es gibt jetzt mehr Beschäftigte wie vorher bei Siemens. Ist doch klasse. Was zeigt denn das? Wenn man entsprechend seine Interessen als Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, wenn man diese Interessen kumulieren, wenn man die versuchen zu vertreten, wenn man versucht, Organisationsformen zu finden, wo man das können, dann sind wir auch in der Lage, den Siemens-Konzern mit seinen Millionen, Milliarden ein Stück weit in die Knie zu zwingen. Das war ein hervorragendes Beispiel und bin sicher, dass ihr, die hier in dieser Region arbeitet und lebt, euch beteiligt hat an dem, dass das was geworden ist. Und dafür möchte ich mich bei euch allen recht herzlich bedanken, liebe Genossen. Auch das ist Demokratie. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Friedensfrage. Natürlich. Wir haben immer gesagt, raus aus Afghanistan. Wir wollen uns nicht an diesen Kriegen beteiligen, weil sie nicht zu gewinnen sind, weil sie nur dafür sorgen, dass Menschen ihr Leben verlieren, dass sie umgebracht werden, ohne dass sich die Verhältnisse zum Besseren wenden. Jetzt wissen wir alle, dass wir recht hatten, weil selbst die UNO in einem Bericht dargestellt hat, dass sich die Verhältnisse für die Bürgerinnen und Bürger in Afghanistan durch diesen Kriegseinsatz eher verschlechtert als verbessert haben. Wasserversorgung, Wasserzugang, alles im Prinzip schlechter als vorher. Alles. So. Vor drei Jahren, in der letzten Legislatur waren wir noch die Einzigen, die gesagt haben, raus aus Afghanistan. Inzwischen sagen alle raus aus Afghanistan, sie streiten sich jetzt über den Zeitpunkt. Ja, was heißt denn das? Das heißt, dass wir offensichtlich auch da uns durchsetzen konnten mit unserer Politik. Aber wir sind ja noch drin. Und nicht nur, dass wir noch drin sind, jetzt wollen wir woanders wieder hin mit der Bundeswehr. Und deshalb sagen wir, es bleibt dabei, wir wollen eine Partei sein, die nicht mit kriegerischen Auslandseinsätzen glaubt, dass sie die Welt dadurch verbessern und retten können, sondern wir wollen da helfen, wo es tatsächlich so ist, dass jeder Euro, dem er hilft, tatsächlich 1:1 der Bevölkerung und nicht der Militärmaschinerie zugutekommt. Das ist der Unterschied. So. Und jetzt können wir noch mal fragen, das waren unsere Positionen, die wir zum Teil, die meisten, schon 2005 hatten. Die sind noch nicht realisiert. Wir haben noch keinen Mindestlohn. Die Rente soll immer noch bei 67 bleiben. Ja, wir haben die ein oder andere Verbesserung im sozialen Bereich hingekriegt. Die anderen haben die übernommen. Das Problem ist momentan, liebe Genossinnen und Genossen, die anderen schreiben bei uns ab. Sie werden leider noch nicht rot dabei. Das müssen wir ändern. Ja, aber da arbeiten wir dran. Der Hauptpunkt ist aber, wir haben unsere Positionen nach wie vor noch nicht umgesetzt. Und wenn uns welche raten, uns nun sozusagen mehr oder weniger aufzulösen, die Linke wäre nicht mehr notwendig, liebe Genossen, lasst euch eine Kirre machen. Das hätten die gerne. Das hätten die gerne, weil sie gerne ihren Stiefel so weitermachen wollen wie 2005 und wie nach 1998, als Schröder damals mit den Grünen zusammen regiert hat. Und weil wir dann noch viel zu tun haben und weil wir notwendiger sind eigentlich wie vorher, kann ich auch nur sagen, ja, eine Partei ist ein etwas schwieriger Laden. Also da ist die Gewerkschaft leichter. Das ist so. Aber da müssen wir uns halt auch mit den Verhältnissen, die müssen wir so nehmen, wie sie sind. Die sind so. Und da geht es einfach darum, dass die, die tatsächlich mit großem politischen Elan an der wirklichen Veränderung, positiven Veränderung der realen Verhältnisse für die Menschen arbeiten wollen, dass die mit möglichst großer, starker Zahl in dieser Partei vertreten sind und auch was zu sagen haben. Und je mehr die sind, und in Schweinfurt und hier in der Gegend haben wir ja die Sache nun wirklich aus meiner Sicht recht gut gemacht, woanders müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachhelfen, aber da haben wir insgesamt eine Situation, wo ich sage, ja, das hat sich gelohnt, das hat sich tatsächlich gelohnt. Wir haben ganz schön viel hingekriegt in diesen 4, 5 Jahren. Auch wenn wir nicht reingekommen sind in Baden-Württemberg, auch wenn wir nicht reingekommen sind in Rheinland-Pfalz, wir haben in Hamburg unser Ergebnis halten können und wir sind nirgends rausgeflogen, jedenfalls nicht bis jetzt. Liebe Genossinnen und Genossen, und es kann auch nicht immer aufwärts gehen, ich sage euch eins. Fukushima ist natürlich schon was Besonderes. Und dass das, was sich im Ergebnis gezeigt hat, dass sich diese Bevölkerung dieser Republik durchgesetzt hat gegen die Atomlobby und gegen die Merkel, dass die Merkel in nur kürzester Zeit sozusagen eine Richtungswende gemacht hat, dass man gar nicht mehr weiß, ob die nur kreiselt oder schon wieder eine Richtung hat. Das ist auch ein Erfolg von uns, weil wir waren auch die, die uns an dieser Politik nicht beteiligt haben. Immer gesagt, nein, so geht es nicht. Natürlich wird es immer ein Erfolg für die Grünen sein, weil dieses Thema immer mit den Grünen als erstes identifiziert werden wird.
Aber dieses Thema wird auch wieder runtergehen, weil es dann irgendwann erledigt ist. Und dann bleibt die Frage, was kriegen die Leute für einen Lohn, was gibt es für Rente, wie schaut die Sozialpolitik aus, wie schaut die Gesundheitspolitik aus, wie schaut es aus mit der Friedenspolitik, wie schaut es aus mit Demokratie. Und es sind unsere Themen, liebe Genossinnen und Genossen. Und daran werden wir weiterarbeiten, weil wir tatsächlich für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unser Land verändern wollen. Ich danke euch fürs Zuhören.